Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Spudermann. So, wir machen jetzt erstmal das eine Symbiontennest hier noch fertig. Ganz einfach, damit wir den Distrikt hier abschließen können. Das ist eine Kiste. Wo ist die Kiste? Entschuldigung, ich bin ein Loot-Goblin. Wo ist die Kiste? Da unten. So. Also. Plan ist wie folgt. Wir machen jetzt erstmal das Nest noch und dann gehen wir Richtung Hauptstory weiter. Nur dann hätten wir diesen Distrikt hier unten abgeschlossen, wisst ihr? Können wir da einen Haken dran machen. So. Die Stadt sieht schon echt schön aus an und für sich, jetzt mal abgesehen von dem ganzen Kramsi hier. Aber so im Vergleich zum ersten Spider-Man haben sie die grafisch echt nochmal schön gemacht. Okay. Noch ein Nest. Das letzte war schon übel. Wo ist das Herz des Nests? Das oh, warte Auto mal. Muss hier weg. Sekunde. Ich hole nur noch schnell die Kiste, wenn die einmal hier so steht. So convenient, so mitten. So. Das Auto muss hier weg. Ja, das Auto ist doch schon weg. Ist doch alles das gut. Wird jetzt laut. Ist nur das eine. Ah. Okay. Oh, hi. Au. Oh, das war der Big Daddy. Ich meine Geräte. Oh, 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 nicht der Große. Wollte ich nicht. Aber egal. Nur noch ein paar Sekunden. Den großen einmal wegmachen. Helle. Endlich. Okay. Alles gut bei euch? Oh, danke, Spider-Man. Passt auf euch auf, okay? Sehr gut. Distrikt abgeschlossen. Hey. Nochmal zwei Heldenmagen. Wie viele haben wir denn jetzt? Kurz gucken. Wir haben Okay, wartet, wir können den freischalten. Der Anzug ist crazy. Okay, hier fehlt noch einer. Jetzt reicht's hier nicht mehr für, ne? Jetzt fehlt einer. Eine Heldenmarke. Ah. Ja, klar. Okay, dann. Ich hätte gerne. Okay, passt auf, wir machen noch dieses eine Symbiontennest. Weil ich einfach gern mehr Schaden hätte noch. Bevor wir. Wohl ein weiteres Nest. Oh, hier. Hallo? Hallo? Jemand hier? Das ist Black Cats altes Versteck. Mhm. Mir sehr leid, aber ich
Ich muss jetzt gucken, dass ich mich hier bestmöglich aufgerüstet kriege. So. Das wäre die Fähigkeiten. Die Geräte sind fertig. Hier braucht man jetzt noch kurz. Okay. Okay, machen wir mal Lärm. Ich geb's nicht auf! Was ist jetzt? Nee. Cool. Ist gut. Okay. Ihr macht das schon, ne? Okay. Wir können jetzt die Stärke auf volle Latte machen hier. Sehr gut. Dann brauchen wir jetzt noch insgesamt 20, ne? Hier brauchen wir nochmal 5. 10. Und hier brauchen wir auch 10, ne? Genau, 20. Warum ist da jetzt so ein Dingsi dran? Oh Gott. Diese Ausrufezeichen, ne? Mein Monk, der... Ach, furchtbar. Okay. Dann auf zu Dr. Connors. Wir machen das mal per Schnellreise jetzt. Wie, wenn du diese Aktivität erneut spielst. Ich wollte eine Schnellreise dahin machen. Oh, wieso habe ich denn jetzt hier eine Markierung gesetzt? Okay. Norman, was machst du? Okay, rein in den Gully. Bitte. Gib mir meinen Sohn zurück. Wir sind dein Sohn. Nicht gut.
Bitte nicht! Au. The fuck? Was hat er mit dem Ding vor? Das werden wir gleich herausfinden. Du musst wissen, Harry gibt's nicht mehr. Wirt und Symbiont sind perfekt verschmolzen. Ich werde ihn noch retten. Das ist unmöglich. Aber du kannst den Symbionten noch stoppen. Wie? Indem du den Wirt tötest. Bitte. Rette meinen Jungen. Die Frage ist, wie? Also wenn du in New York wohnst, musst du schon einiges abkönnen, ne? Da drüben sind Symbionten auf dem Dach. Oh mein Gott. Da auch. Spider-Man, ich weiß, dass du gerade dasselbe siehst wie ich. Viele New Yorker werden von diesen Dingern attackiert. Bin dran. Passen Sie auf sich auf. Er hat nur diesen Meteoriten gebraucht. Jetzt kann er die Welt heilen. Das haben wir nicht gewollt. Oh, wartet mal. Eigentlich müsste ich die Symbionten ja mal kalt machen, alle. Weil ich brauche ja noch hier Gedönse für meine Kampfherausforderung. Was machst du denn? Hä? Peter? Was denn? Okay. Wo war noch welche? Hier unten? Oh Gott, die sind ja überall. Muss mal ganz kurz auf meine Kampfherausforderung gucken, es tut mir leid. Aber ich habe keine Lust, dann hinterher alles zu machen. Immer noch 81. Okay, ist meine Leiste voll? Okay, die ist voll. Die sind aber leer. Wer sieht denn mich jetzt hier? Wenn ihr diesen Podcast hören könnt und euch noch in Manhattan befindet, bleibt, wo ihr seid. Versiegelt alle Fenster, nagelt die Türen zu. Verlasst auf keinen Fall eure Wohnungen. Die Rettungskräfte organisieren Notfallevakuierungen und Fies verteilt Essen und Überlebensausrüstung. Online findet ihr die aktuellen Routeninfos. Wenn ihr von Leuten wisst, die Hilfe benötigen, schreibt in die Kommentare. Leute, ich weiß, ihr habt Angst. Hab ich auch. Aber haltet durch. Okay, da drüben sind noch welche. Spider-Man geben da draußen alles, um diese Sache unter Kontrolle zu bringen. Die geben nicht auf. Also tun wir das auch nicht. Bleib standhaft. Okay, das Problem ist, was ich hier habe. Okay, hier sind ein paar. Sehr gut. Ich muss immer warten, bis meine Fähigkeiten sich halbwegs aufgeladen haben. Sind denn noch welche da oben auf dem Dach? Ich brauche mal ein paar mehr, damit sich das lohnt, dieses Venom-Gedönse anzumachen. Git. Komm hier nicht. Hallo! Komm hier nicht hoch.
Git. Oh, hi. Hier sind noch ein paar. Guck mal. Weg mit euch. Oh. Das sind aber halt überall immer nur so ein paar. Es ist schwierig. Ich brauche mal ein paar mehr. Guck mal da drüben auf dem Dach. Hier werden ein paar mehr angezeigt. Sind hier oben? Hä? Wieso sitze ich denn jetzt hier oben? Das war gewastet. Schade. Bin runtergefallen. Nicht cool. Also das mit dieser Symbiontenwelle, ne? Das ist echt nicht so easy. Los. Echt jetzt? Es gibt jetzt hier noch Verbrechen? Okay, warte, wir gehen mal weiter zur Hauptquest. Krieg ich das schon denn irgendwie noch hin? Das dauert ja sonst hier 100 Jahre, wenn ich jetzt mir jeden einzelnen schnappe. Ich sollte vielleicht nochmal einen Speicherpunkt anlegen, bevor ich jetzt dahin latsche. Einfach für mich. Ich weiß nicht, wann der Point of No Return kommt. Okay, das war easy. Moment. Das ist auch falsch. Ich speichere immer manuell. Symbionten greifen diese Kunden an. Alles gut, sie sind weg. Mein Held. Bleib schön da drinnen. Die Zivilisten haben Ärger. Ich komme. Okay, wir müssen jetzt sowieso hier erstmal aufräumen. Das ist okay. Muss ich das jetzt eigentlich mit Peter machen oder kann ich das rein theoretisch auch mit Miles machen? Ich glaube, das muss ich jetzt hier mit Peter machen, ne? Die Leute im Bus halten nicht mehr lang durch. Ganz ruhig, Leute! Ich mach das schon! Nein, das war falsch. Hä? Wo ist denn hier noch einer? Ah, da. Ah!
einer. Okay, das war gewastet. Die Gegend ist nicht sicher. Wenn ihr nirgendwo Zuflucht findet, steht Feast für jeden offen. Auf dich ist Verlass, Spidey. Und woher weiß er, dass Feast sicher ist? Wir müssen reden. Wem sagst du das? Überall tauchen Nester auf. Ich schick dir die Koordinaten. Gut. Pass auf dich auf, Mann. Das ist echt schlimm. Ja. Was riecht hier schlimm? Ich finde dich, Kumpel. Ich finde dich. Irgendwo. Hä? Wohin? Dahin. Okay. Huhuhu. Ich sollte mit Mike reden, bevor alles noch schlimmer wird. Die Grünen sind kacke, die sind so schnell. Ich mach erstmal kurz weiter. Ach du Scheiße, wartet mal. Ich war noch gerade noch ein ganzer. Hi? Hi? Shit, wo sind hier noch welche? Und links ist gleich abgelaufen. Seht das noch? Gott. Wie viel muss ich denn noch? Ich will jetzt hier auch nicht ständig in meine Trophäen gucken, um mir einen Überblick zu verschaffen, was ich noch wie viel machen muss. Aber ich glaube, da müsst ihr jetzt durch, weil ich weiß sonst nicht, wie viel ich von was noch wie oft machen muss. So. Wo sind die? Da oben. Das ist der Times Square. Sieht ja nett aus. Nee, ich wollte da hoch. Hier ist Craven gestorben. Hier hat Craven den Kopf verloren. Alter. Ich kann da hoch. Hallo? Genau, danke. Der Anzug ist kein Alien, oder? Zeit für ein Miles Morales Original. Weißt du? 1:1. Der ist cool. Sieht gut aus. Was ist los, Mann? Harry hat den Meteoriten. Ich konnte ihn nicht stoppen. Connors meint, wir können ihn nicht retten. Wir müssen. Ich darf ihn nicht verlieren. Nicht nochmal, Miles. Ich sah mehr, als ich in deinem Kopf war. Es ist nicht deine Schuld, Pete. Sie wollte dich retten. Sie wollte uns alle retten. Sie hat nie an sich gedacht. Auch nicht, als sie kaum atmen konnte. Wenn May, mein Vater,
wenn sie hier wären. Sie würden nicht wollen, dass wir an sie denken. Sondern, dass wir Menschen helfen. Und kämpfen. Harry ist noch da drin. Und wir werden kämpfen, um ihn zurückzuholen. Dann sag an, Coach. Okay. Wir teilen uns auf. Und schwärmen aus. Du findest den Meteoriten. Ich räume das Nest. Alles klar, Spider-Man. Okay. Wir sind Miles. Gehen wir mal los. Geh zum Nest. Ja, sofort, wartet mal. Ich muss ganz kurz. Es tut mir voll leid. Aber ich habe gesagt, ich spiele das hier mit euch auf Platin, soweit wie geht. Also, das ist Miles sein. Okay, einmal müssen wir noch diese Ansturmkacke hier machen. Das ist, dann müssen wir das mal wieder benutzen. Und das ist Miles. Das ist so irritierend, dass Miles seine Fähigkeit halt auch Venom heißt, obwohl es Elektrizität ist. Oh, hätten die nicht irgendwie anders nennen können? Okay. Gut. Auf geht's, Nest räumen. Hui! Ich muss mich beeilen und weiter zum nächsten. Let's pop in! Hi! Das hat dich wohl erschreckt, hä? Es muss ja echt wichtig sein, wenn du dich deshalb so zur Wehr setzt. Schnauze. Was? Hallo? Ich ist hier mit Miles Venom. Verpiss dich einfach. Wo kommt diese Stimme her? Sie dürft nicht zum Herzen. Wie läuft's denn, Spider-Man? Das Nest ist fast gesäubert. Aber Pete, ich höre diese Stimmen. Hier sie auch. Such weiter nach dem Meteoriten. Lass dich nicht verwirren. Das ist nicht Harrys Stimme. Stimmt. Du hast recht. Ruf an, wenn du fertig bist. Konzentrier dich, Pete. Moment, ich muss mal ganz kurz. Okay, das Nest ist gerade sicher. Autsch. Ruhig läuft die Zeit davon! Wie die Leute da einfach die ganze Zeit noch rumsitzen. Autsch. Hier sind echt hässlich. Das muss funktionieren. Das war's. Aber das Herz. Es ist immer noch. Es ist noch da. Bitte. Piss dich, Venom. Das Ding jetzt echt mit mir? Komm schon. Was?
Oh oh, das ist gar nicht gut. Was zur Hölle? Wo bin ich? Nun bist du zu Hause. Nee, garantiert nicht. Hendrik, bist du da, wo du hingehörst? Such nach den Meteoriten. Geschieht das mit den Leuten, die zu Symbionten werden? Yep. Hier bist du sicher. Alle, die du liebst, sind hier sicher. Mein Kopf. Wo geht es hier raus? Warum solltest du gehen? Wir sind hier. Schließ dich uns an. Scheiß Schwarmbewusstsein. Du. Peter. Wir. Ich gehöre hier nicht hin. Hey, du auch nicht, Harry! Richtig. Komm schon, Miles! Komm schon! Uhuhu! Nein, nein, nein! Toll. Das ist der falsche Weg, Harry! Das weißt du! Pete und ich! Wir werden dich retten! Nein, wir werden dich retten. Haley. Bitte, komm zu uns. Das ist nicht gut. Bin raus. Haley ist in Gefahr. Pete, der Meteorit. Unter der U-Bahn-Station in Harlem, neben der Brücke. Okay. Okay. Bin unterwegs. Aber warte auf mich, Mann. Harry, er ist hinter dir her. Ich muss zu Haley. Warte auf mich, ja? Hä? Wow, wow, langsam. Hallo, ich will da hoch. Was ist los? Ich wurde ins Schwarmbewusstsein gezogen. Habe eine Vision von Meteoriten unter der Erde gesehen. Aber ich habe ein mieses Gefühl. Glaubst du, Harry ist dort? Ich mein's ernst, Pete. Gib mir 10 Minuten. Du schaffst das nicht allein. Gut. Ruf an, wenn du fertig bist. Sorry, Miles. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Okay. Also, es bleibt spannend. Es passiert einfach immer mehr. Und holy shit. Ja, wir sind schon wieder bei der Zeit. Ich würde sagen, wir machen Schluss an dieser Stelle. Ich bedanke mich bei euch immer fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann gucken wir mal, was hier noch so abgeht. Eieieiei. Aber viel ist es nicht mehr. Also wir nähern uns echt dem Ende jetzt. Aber holy shit. Es ist spannend. Also bis morgen, wenn ihr mögt. Tschüss.